keinerlei Pornozugang mehr für Kinder. Keine Pornokompetenz für Sechstklässler. Pornoverbot für alle Kinder. Totalverbot für sexuelle Versuchung und Belästigung unserer Kinder. Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich in unserem Studio hier in Heilbronn. Wir möchten uns gemeinsam die Frage stellen: Haben wir der Realität der sexuellen Entwicklung in unserer Welt schon mal in die Augen geschaut? Noch nicht? Dann bleiben Sie mit uns dran und hören Sie sich zunächst folgende Fakten an. Eine viermal ausgestrahlte Dokumentation des Schweizer Fernsehens brachte bereits am 15. Dezember 2008 ans Licht, dass 50% aller 11-jährigen Jungs und bei den 15-Jährigen bereits 90% Pornos konsumieren. Doch wie gelangten all diese Kinder an pornografische Produkte? Haben irgendwelche Erotikshops nicht ganz dicht gehalten? Solches ist heute leider gar nicht mehr nötig, denn diese Kinder konsumieren harte Pornografie in öffentlichen, ungeschützten und daher gesetzlich illegalen Einrichtungen. Allem voran über das Display ihres eigenen Mobilfunktelefons und über das mittlerweile obligatorische Internet. Doch damit sind eindeutig Straftatbestände erfüllt. Es handelt sich hierbei zweifellos um gesetzwidrige und daher strafbare Handlungen und Einrichtungen. Hier einige Erinnerungen. Strafgesetzbuch Artikel 197 Pornografie. Erstens: Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Gefängnis oder mit Buße bestraft. Zweitens: Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Buße bestraft. Nach Artikel 197 Absatz 2 kann nur derjenige straflos pornografische Produkte verbreiten, der die Besucher seiner Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen empfängt und dieselben ausdrücklich im Voraus auf den pornografischen Charakter seiner Veröffentlichungen hinweist. Allem voran zählen heute zweifellos das Internet und auch das Mobilfunktelefon mit Display zum öffentlichen Raum. Gründliche Studien zeigen nun aber, dass ausgerechnet Internetprovider und Mobilfunkbetreiber die häufigsten Straftaten gegen die sexuelle Integrität der Kinder begehen. Denn diese haben all diese Veröffentlichungen ja letztlich zu verantworten. Konnten diese statistischen Erhebungen aus den Jahren 2006 und 2007, die den überaus schwerwiegenden Straftatbestand ans Licht brachten, von Justiz und sämtlichen regulierenden Staatsstellen völlig unbemerkt bleiben? Erstaunlich, dass seither kaum mehr neuere öffentliche Statistiken über diese große Problematik im Umlauf sind. Warum das alles? Diesen Fragen gilt es allem voran auf den Grund zu gehen. Denn um wie vieles belastender müssen diese Zahlen erst heute, 2012, sein? Warum sind bislang die hierfür verantwortlichen Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht gebührend dagegen vorgegangen? Reichten dazu nicht allein schon nachfolgende 10 Gründe völlig aus? Und es gibt hunderte mehr davon. Erstens: Bereits im Jahre 2006 wurde über Google täglich 68 Millionen Mal nach Pornos gesucht. Zweitens: Kinder von 12 bis 17 Jahren gehörten schon damals zu den klar identifizierten Hauptkonsumenten. Drittens: 50% aller Kinder landeten bereits 2007 mindestens einmal ungewollt auf einer Pornoseite. Viertens: Der durchschnittliche erste Kontakt mit Pornografie fand mit einem Alter von 11 Jahren statt. Fünftens: Laut Facts, Ausgabe 36, 2006, schauten bereits im Jahr 2006 60% der 11- bis 14-Jährigen regelmäßig im Internet Pornos an. Wie viel mehr erst in 2012? Sechstens: 80% der befragten 15- bis 17-Jährigen setzten sich schon damals harter Pornografie aus. Siebtens: 90% der 8- bis 16-Jährigen sehen sich während den Hausaufgaben Online-Pornos an. Achtens:
Allein für Kinderpornografie existierten schon 2006 ca. 100.000 Seiten mit ca. 3 Milliarden Franken Umsatz im Jahr. 9. Jeden Monat klickten schon damals allein ca. 7 Millionen Deutsche auf Pornoseiten. Heute surfen ca. ein Drittel aller Nutzer in Deutschland regelmäßig auf Pornoseiten herum. 10. Die Pornoindustrie erobert blitzschnell alle neuen Techniken, wie zum Beispiel Handy-TV oder HD-TV und so weiter. Mittlerweile, 2012, gilt es als offenes Geheimnis, dass im Internet insgesamt mehr Sex- und Pornoseiten als irgendwelche sonstigen Seiten erstellt werden. Als Antwort auf diese maßlose Entgleisung treibt eine hauptsächlich aus Lesben, Schwulen und Transgender-Verbänden bestehende Lobby eisern die pflichtmäßige Frühsexualisierung voran. Schon heute fordern solche Verbände hemmungslos die sogenannte Pornokompetenz für Kinder. Laut Lukas Meder von Männer.ch und Sexualpädagoge Bruno Wermuth spätestens ab der 6. Klasse. Diese Lobby treibt auch bereits weltweite Bemühungen um eine obligatorische Sexualerziehung in der Schule für Kinder ab 4 Jahren voran. Doch so wenig man Feuer mit Benzin löschen darf, so wenig darf die gerechte Konsequenz aus diesen schwerwiegenden Straftaten auch noch in eine Frühsexualisierung der Kinder, schon gar nicht in der Enttabuisierung von Pornografie, Pädophilie, Zoophilie, Sadomasochismus und so weiter in aller Öffentlichkeit ausarten. Daher sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte dazu zu verpflichten, umgehend ein Machtwort zu sprechen und diesem menschenunwürdigen und hochgradig gesetzlosen Treiben ein Ende zu bereiten. Sexualpädagogik in der Schule. Strafbare Grundlagenpapiere. Im Auftrag des BAG Schweiz hat das Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule bereits schriftliche Ziele und praktisches Aufklärungsmaterial zusammengestellt, die gemäß Strafgesetzbuch Artikel 187, Paragraph 128 strafbar sind. Beweis. Die Schweizer Post verweigerte 2011 den Versand des BAG-Aufklärungsmaterials für Kindergärtner, weil es pornografischen Inhalts war. Eine bleibende Beobachtung zwischen geltendem Gesetz und sexueller Beeinflussung der Kinder in den Schulen ist geboten. Dazu ein Vergleich. Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität. Integrität meint Unversehrtheit, Makellosigkeit, Unbescholtenheit und Reinheit. Gefährdung der Entwicklung von Unmündigen. Artikel 187 Absatz 128. Erstens, wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen verleitet oder es in eine sexuelle Handlung mit einbezieht, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Buße bestraft. Ziffer 1. Unter sexuelle Handlung dürfte jede körperliche Betätigung zu verstehen sein, die vom Standpunkt eines objektiven Beobachters aus betrachtet auf die Erregung oder Befriedigung geschlechtlicher Lust gerichtet ist. Die Handlung muss sich daher jedenfalls auf geschlechtsspezifische oder mindestens erogene Körperteile beziehen. Erogen, geschlechtliche Erregung auslösend. Absatz 2. Der Tatbestand besteht darin, dass jemand das Kind dazu anhält, geschlechtliche Betätigung mit einem Dritten im Sinne von Absatz 1 oder am eigenen Körper, wie zum Beispiel Masturbation, vorzunehmen. Vergleiche Botschaft, Seite 1066. Eine eigentliche Anstiftung wird nicht erforderlich sein. Das Erlebnis meiner Freundin liegt schon ganze 25 Jahre zurück. Sie sind mit den Verwandten in den Urlaub gefahren und als sie am Abend zusammen vor dem Fernseher saßen, hat die Frau ihr Baby, ein 4 Monate altes Mädchen, auf den Knien gehabt, habt ihr die Windel ausgezogen und ihr Geschlechtsteil sexuell stimuliert. Und das in so einer Normalität und Alltäglichkeit, dass sich niemand wagte, etwas zu sagen. Und das hat sie Abend für Abend fast als Ritual wiederholt. Die Frau hatte eine Ausbildung zur Krankenschwester und hat das in der Ausbildung gelernt. Und ich frage mich, was heute ist, wenn das schon vor 25 Jahren so gelehrt wurde. Als Vergleich zu solchen Verboten amtlicher Elternberatung
Ein Auszug aus der Tabelle eines pädagogischen Grundlagenpapiers, das die Basis einer künftig obligatorischen Sexualerziehung in Kindergärten vorsieht. Da zur Erprobung nachfolgender Theorien international sogenannte Kuschelecken vorgesehen sind, darf man davon ausgehen, dass es zu ähnlichen Übergriffen, wie eben geschildert, auch an den Kindern kommen wird. 4 Jahre. Entdecken der Sexualorgane als Quelle neuer Lustgefühle. Erotisches Interesse an den Eltern, Zeigelust und Genitalienspiele. Bewusstes, wiederholtes Manipulieren der Körperstellen, auch der Genitalien. 5 Jahre. Rollenspiele, Vater-Mutter-Spiele, Familien mit 2 Müttern, Vätern, einem Elternteil, Verliebtsein, Geschlechtsverkehr. Doktorspiele, Erkunden des anderen Körpers, Befriedigung der natürlichen Neugier. Dieses 51 Seiten lange Dokument enthält übermäßig sexuell betonte Abschnitte, reduziert die Person auf ein sexuelles Wesen und basiert auf äußerst fragwürdigen Lehrsätzen. Ein gefundenes Fressen für pädophile Lehrer oder Pädagogen. Allein in Deutschland sind geschätzte, ohne Dunkelziffer, gegenwärtig 50.000 bis 60.000 Pädokriminelle am Wirken. Absatz 1. Eine Entblößung der Geschlechtsteile ist nicht erforderlich. Da bei der Thematisierung dieses Missstandes immer schnell darauf hingewiesen wird, dass man alles nur falsch verstanden und daher fehlinterpretiert habe, hier ein paar etwas unmissverständlichere Fakten. Die Zeitschrift Z für Zukunft, Ausgabe 3, Februar 2011, berichtete nebst vielen anderen Zeugen, wie die Sexualerziehung in Kindergärten heute schon ganz konkret praktiziert wird. Wer am schnellsten Kondome über eine Karotte ziehen konnte, wurde Karottenkönig. Die Grundschule Pro Familia formte mit den Kindern Geschlechtsteile aus Knete. Die Jugendzeitschrift Bravo tröstet indessen 12-jährige Mädchen, falls sie noch Jungfrauen sind, und berät sie, wie sie das auf der Stelle ändern können. Schon in ihrer Ausgabe im Jahr 2010 legte sie, man höre und staune, Kinderkondome bei. Von Aufrufen zur Masturbation und vielerlei mehr ganz zu schweigen. Die nachfolgende Quelle hält fest, dass die Sexwerbung für Kinder zunehmend gezielt unumgänglich gemacht wird. Mit HD+ lässt sich Sexwerbung nicht mehr aus der PVR-Aufnahme entfernen. Auch Überspringen und Vorspulen ist untersagt. HD+ verwässert den Jugendschutz. HD+ bringt die Sexwerbung in die Kinderzimmer und so weiter und so fort. Artikel 219 Absatz 136. Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht. Wer eine Fürsorge oder Erziehungspflicht gegenüber einer unmündigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihren körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Gefängnis bestraft. Fragte man bislang die Polizei, die Justiz oder Erziehungsdirektionen, warum denn niemand unsere Kinder vor dieser entfesselnden Pornoflut schützt, erhielt man stets die gleiche lapidare Antwort. Warum unternimmt die Polizei nichts dagegen? Naja, weil eben keiner so eindeutig sagen kann, was genau unter Pornografie zu verstehen ist. Und die Gesetze diesbezüglich sind leider so dehnbar, dass man nichts dagegen unternehmen kann. Wer könnte es da verübeln, wenn die Behauptung immer lauter wird, dies sei nur ein fauler Vorwand, weil man in Tat und Wahrheit gar nichts dagegen tun wolle? Und dies aus welchen Gründen auch immer. Hier ein ziemlich innovativer und gewiss auch mutiger Vorschlag eines Frühsexualisierungsgegners. Ja, ich finde, man sollte neue Gesetze schaffen, die jegliche Art von Pornografie, Sexwerbung und Sexbildern verbieten. Also eigentlich bin ich nicht so dafür, dass man die ganze Zeit neue Gesetze macht. Aber bei den Handy-Porno-Anbietern wäre es so nötig, dass man irgendwie durch ein Gesetz dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, weil es ist gar kein Schutz vorhanden. Was sagen Sie als Mutter zu der Problematik, dass immer mehr Werbung mit sexuellen Inhalten uns gezeigt werden? Ja, also für mich ist das Maß hier schon lange überschritten und lange voll. Wir werden hier ständig und überall mit Sexwerbung versaut und bombardiert, wir und unsere Kinder. Für mich gibt es in diesen Dingen nur Totalverbot. Wir brauchen dringend neue Gesetze, die die Überflutung von Internet, Fernsehen und Werbung mit sexuellen Inhalten verbieten. Es braucht jetzt einen absoluten Stopp, also jeglicher Pornografie und so weiter. Ja, was einem so unterwegs alles an sexistischer Werbung begegnet, das finde ich schon, ist ein Angriff auf jegliches natürliche, gesunde sexuelle Empfinden.
lag die Ehescheidungsrate 1970 noch bei 15%, ist sie seit der Zulassung der Pornografie via Internet- und Mobilfunktelefon auf über 50% angeschnellt. Eigentlich wenig erstaunlich, weiß man doch, dass Sexmodels und Pornostars immer dieselbe Wirkung auf zuvor noch so treue Partnerschaften haben. Sie stumpfen diese gegeneinander ab, das Alltägliche reicht mit einem Mal nicht mehr aus, man will mehr. Haben wir zu lasche Gesetze? Dass unsere gängigen Gesetze bislang keine lasche, sondern eine durchaus klare Sprache gesprochen haben, zeigt unter anderem die Ziffern 1 und 2 zu Strafgesetzbuch Artikel 197. Ziffer 1. Als pornografisch werden die hier genannten Gegenstände und Vorführungen zu gelten haben, wenn sie objektiv gesehen einseitig darauf angelegt sind, beim Konsumenten geschlechtliche Erregung hervorzurufen. Dies wird mindestens voraussetzen, dass sie menschliche Geschlechtsteile oder sexuelle Handlungen unter übermäßiger Betonung des Genitalbereiches aufdringlich in den Vordergrund rücken. Zu den tatbestandmäßigen Handlungen. Zugänglich gemacht wird ein Objekt oder eine Vorführung dadurch, dass man es Personen unter 16 Jahren ermöglicht, sie aus eigener Initiative zu betrachten. Schlechthin strafbar ist die Verbreitung von Pornografie durch Radio und Fernsehen, weil solche Sendungen ohne weiteres auch von Kindern verfolgt werden können. Wie viel mehr muss das für Mobilfunktelefon und Internet gelten? Bundesgerichtsentscheidung 121, Band 4, Seite 119, stellt Tonaufzeichnungen gleich, welche telefonisch auch von Leuten unter 16 Jahren abgehört werden können. Der für die Einführung des PTT-Telekioskes Verantwortliche wurde deshalb der Gehilfenschaft zu Pornografie schuldig gesprochen. Ziffer 2. Diese Bestimmung dient außer dem Jugendschutzgesetz auch dem Zweck, zu verhindern, dass Erwachsene gegen ihren Willen pornografische Objekte und Vorführungen mit ansehen müssen. Als öffentliches Ausstellen gilt schon das Aufhängen von Bildern sexuellen Charakters zu Werbezwecken. Vergleiche Botschaft, Seite 1090. Strafbare Veröffentlichungen. Strafgesetzbuch Artikel 197 Absatz 2. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Buße bestraft. Strafbare Gewinnsucht. Strafgesetzbuch Artikel 197 Absatz 4. Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Gefängnis oder Buße. Die Pornoindustrie verdient im Internet seit Jahren mehr Geld als die namhaften Unternehmen wie Google, Microsoft, Yahoo, eBay, Amazon und Apple zusammen. 70% des Internetgeschäfts in der EU und in den USA wird durch Online-Pornografie gemacht. 2006 schwollen die Pornografieumsätze zu satten 97 Milliarden US-Dollar an. Hinsichtlich dieses Artikels müssen aber auch jene staatlichen Organe untersucht werden, die durch Steuereinnahmen an dieser doch ganz offensichtlichen Gewinnsucht mitverdienen. Denn dieselbe kann bekanntlich leicht ansteckend sein. Schon 2006 verdiente die Pornoindustrie im Web jede Sekunde 2.304 Euro. Während Sie diesen eingerahmten Satz eben durchgelesen haben, besuchten bereits weitere 28.258 Leute eine Erotikseite im Internet. Fast 43% aller Internetnutzer, darunter unzählige Minderjährige unter 10 Jahren, surften in dieser kurzen Zeit eine Erotikseite im Web an. Und wohlverstanden, wir reden noch immer vom Jahr 2006. In den USA wurde schon damals alle 39 Sekunden ein neuer Porno zum Download hinzugefügt. Um wie viele mehr muss es heute sein? Schon 2006 kamen jährlich 15.000 neue Pornofilme zu ca. 30 Minuten auf den Markt. Allein für Kinderpornografie gab es ca. 100.000 Seiten mit ca. 3 Milliarden Schweizer Franken Umsatz im Jahr. Schon 2006 wurden täglich 266 neue Pornoseiten ins Netz aufgeschaltet. Der Sohn von Beate Use gehörte schon damals zu den 300 reichsten Menschen in der Schweiz.
Bereits 2007 wurde das meiste Geld im Internetgeschäft mit den Chinesen gemacht, die 20,5 Milliarden Euro dafür ausgaben. Bei einer Pro-Kopf-Rechnung führte damals Südkorea weltweit mit 394 Euro pro Person. Wie viele Euro pro Kopf mögen es heute erst sein? Das fehlende Eingreifen der Behörden beunruhigt zunehmend viele Beobachter. Der Verdacht, ob die Zurückhaltung möglicherweise in deren Gewinnbeteiligung am schmutzigen Geschäft liegt, macht sich breit. Und solche Befürchtungen sind durchaus nicht gleich zum Vornherein auszuschließen. Lassen sich doch von derart hohen Einkünften auch tatsächlich entsprechend verlockende Steuerbeträge entnehmen. Dies wäre allerdings eine sehr kurzsichtige und selbstzerstörerische Strategie. Denn welche Regierung auch immer Geschäfte gutheißt oder selber ins Auge fasst, die auf dem Ruin des eigenen Volkes aufbauen, so zum Beispiel das Geschäft mit der Krankheit, der Abtreibung, Alkohol, Drogen und so weiter, würde sich damit das eigene Grab schaufeln. Entsprechend dem Ruin der Gesellschaft müssten sich schädigende Ausfälle auf zunehmend allen Ebenen zeigen. Derlei Ansätze sind leider schon seit längerem nicht mehr zu bestreiten. Im Jahre 2006 verursachten zum Beispiel allein schon die Angestellten der öffentlichen Dienste der Bundesrepublik Deutschland einen nachgewiesenen wirtschaftlichen Schaden von ca. 208 Millionen Euro, weil sie sich am Arbeitsplatz mit Pornoseiten und Erotikchats beschäftigten. Will man die Autorität des Gesetzes nicht noch vollends in Abrede stellen, so haben auch jene Menschen, die immer kühner sexuell zügellose Praktiken in aller Öffentlichkeit enttabuisieren, die Grenze zum Straftatbestand längst überschritten. Zumindest im Lichte noch immer geltenden Rechts. Während immer mehr TV- und Printmedien mit einem Mal den sexuellen Kontakt zu Tieren und mancherlei mehr verharmlosen, kündigt die Kärntner Tageszeitung vom 19.07.2012 mit gelassener Selbstverständlichkeit an, dass sich das Olympiadorf 2012 während der Spiele in eine Partymeile mit wilden Sexorgien verwandeln soll. Dass 75% der Teilnehmer nichts von olympischer Enthaltsamkeit halten und darum 150.000 Kondome für die Sportler bereitstehen. Das wären dann 80.000 mehr als in Sydney 2000. Von all dem psychiatrischen oder seelsorgerlichen Gutachten, die schwere psychische Krankheiten infolge unablässiger Lustzwänge attestieren, ist hier freilich keine Rede. Auch, dass für immer mehr Menschen der Sex längst zur Dauerbelästigung, zur vergewaltigenden Geißel, zur qualvoll inneren Zwangsjacke geworden ist, ist hier nicht von Interesse. Appelle zur Treue oder Erfüllung in der eigenen Partnerschaft dürften hier geradezu lästerlich ankommen. Doch die Mechanismen und Früchte überreizter Triebtaten sind schlechthin immer dieselben. Ganz einerlei, zu welcher Art der Sucht angereizt wird. Zuletzt führt sie immer in die ausweglose Krise. Ein Kind versucht zunächst nur eine Zigarette. Bald schon sind es zwei, drei. Nicht lange später braucht es ein bis drei Pakete pro Tag. Weil jede Sucht in Kürze ihr Lustorgan überfordert, kommt es später unweigerlich zu weiteren Süchten. Bei den meisten Rauchern folgt daher der Alkohol. Zuerst nur ein Glas, dann zwei, drei Gläser, bald eine Flasche, dann zwei und mehr pro Tag. Aus Bier wird plötzlich Wein, wird schärferer Alkohol. Weil auch dieser bald nicht mehr ausreicht, geht es über zu Drogen. Zuerst leichtere wie Marihuana, dann die ersten LSD-Trips, Heroin, Kokain, Ecstasy, zu allerlei Psychodrogen und so weiter. Weil der Mensch dabei krank wird, greift er zu Medikamenten. Wiederum zuerst nur gerade eine Pille, bald eine zweite, eine dritte, daraufhin bald drei verschiedene Mittel. Daraus werden dann schnell 10 bis zu sogar über 20 verschiedene Sorten Medikamente. Dasselbe mit dem Sex. Alles begann mit einem ersten Bild. Bald darauf kamen weitere Bilder durch das. Dann ganze Sexhefte und Filme. Diese wiederum zogen die ersten Pornohefte und Filme nach sich. Dann kamen 10, 100, 1000 davon. Hernach bald Zehntausende. Heute beeinflussen bereits Millionen von Sex- und Pornofilmen die Weltbevölkerung. Zurück bleibt ein versklavtes, zerstörtes und von Sucht beherrschtes Volk. Und der Staat?
Denkt er womöglich an solch zerstörerischen Machenschaften wie dem Geschäft mit der Krankheit oder mit den Lüsten und Abhängigkeiten seiner Bürger auch noch langfristig etwas verdienen zu können? Lässt er um des eigenen Gewinnes willen die Sexsucht und allerlei mehr widerstandslos aufkommen? Wie kurzsichtig wäre das? Das Tabu aber, das das St. Galler Tagblatt am 26. Juli 2012 gebrochen hat, geht noch ein gutes Stück über eben Gehörtes hinaus. Nun lässt ausgerechnet jener Fokusartikel, natürlich völlig ungewollt, alte Bedenken bislang totgeschwiegener Sexualforscher neu aus ihren Gräbern erstehen. Unter dem großen Übertitel »Märchenprinz mit Peitsche« wird dort tatsächlich gerade der dreiteilige Sadomaso-Roman »Shades of Grey« als Bestseller gepriesen. Er verkaufe sich besser als einst Harry Potter und hole die Pornoliteratur aus der Schmuddelecke heraus und löse ein weiteres Tabu unserer Gesellschaft auf. Fast zeitgleich wird dem Schweizer Fernsehen von vielen Zuschauern eine sträfliche Sadomaso-Verherrlichung zur Last gelegt. Das Gegenteil zu beweisen, dürfte dem Schweizer Fernsehen eher schwer fallen. Es lässt sich jedenfalls nicht mehr bestreiten, dass das Schweizer Fernsehen im Juli 2012 ein Sadomaso-Geschäft im St. Gallerischen Rorschach im Geiste einer nie dagewesenen Verniedlichung interviewt hat. Wer könnte da die immer lauter werdende Frage von Zuschauern verübeln? Woher nehmen die das mit einem Mal alles? Eine sicher nicht unberechtigte Frage vieler Unkundiger. Denn all dies geschieht völlig ungeachtet der Umschreibung, mit welcher zum Beispiel der Duden den Sadomasochismus bislang definiert hat. Sadomasochismus. Erstens, sexuelle Erregung, Lust durch beim Ausführen und Erdulden von Quälereien. Sadomasochistisch. Körperliche und seelische Qualen bei sich und bei anderen hervorrufend. Dass weltweit bereits viele Millionen Opfer sexueller Übertreibung, zunehmend aber durch den Sadomasochismus entleert, seelisch krank, ausgebrannt und gequält werden, war natürlich in jener Schweizer Fernsehdokumentation keinerlei Thema. Immer mehr medizinische, psychiatrische und seelsorgerliche, aber auch kriminologische Gutachten bestätigen die erschreckend zerstörerischen Folgen, die die sexuelle Überbordung auf Geist, Seele und Leib ausübt. Dies ist auch kaum verwunderlich, da das brennende Verlangen nach sexueller Ekstase übermäßig vom Kopf entzündet wird, während der Körper diesen Lustbrand niemals auch nur annähernd ausreichend zu löschen vermag. Warnende Sexualforscher weisen daher umso dringender darauf hin, dass eben erwähnte Schlagzeilen nur gerade die Spitze des Eisberges einer weltweit gleichgeschalteten und immer aggressiver werdenden Entwicklung zeigen. Wer wollte ihnen da mit welchen Argumenten widersprechen? Das dürfte in der Tat ziemlich anspruchsvoll werden. Es ist mittlerweile Fakt, dass allein in Deutschland jede Stunde durchschnittlich eine sexuelle Vergewaltigung und zwei sexuelle Missbräuche an Kindern stattfinden. Und dies ohne Dunkelziffer. Daher die vielleicht maßgeblichste These, die diese Dokumentation überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Sexuell entartete Menschen können, während sie anderen Leiden zuführen oder an sich selbst Qualen begehren, leider noch ganz andere Lüste als ausschließlich sexuelle entwickeln. Sollte sich diese These bewahrheiten, könnte es demnächst allerdings ziemlich gefährlich werden. Zumindest der seinerzeit äußerst kurz gehaltene Schockbericht vom 12. Dezember 2002 belegt unwiderruflich, wie übersteigerter Sex zu immer unkontrollierbaren Begierden, zu immer noch grenzenlos widernatürlichen Zwängen des ungeahnt Bösen führt. Mann getötet und aufgegessen. Kassel. Wegen Kannibalismus hatte die Polizei in Hessen einen 41-jährigen Mann festgenommen. Er soll im Frühjahr 2000 einen 42-jährigen Mann mit dessen Einwilligung vor laufender Kamera getötet, zerschnitten und teilweise gegessen haben, teilte gestern die Staatsanwaltschaft mit. Die Tat soll auf von beiden Männern geteilten kannibalischen und homosexuellen Neigungen beruhen. Ist Kinderfolter schon normal? Ein belgischer Mann gibt eine Anzeige im Internet auf. Suche Mädchen zwischen 2 und 12 Jahren zum Foltern, eventuell bis zum Tod. Ein Reporter entdeckt die Anzeige und gibt sich als Vermittler aus, trifft sich mit dem Mann. Der zeigt ihm Fotos, auf denen er seine eigenen Kinder missbraucht, verspricht Geld für die Vermittlung eines neuen Opfers.
Beim nächsten Treffen bringt der Mann seine Folterwerkzeuge mit, lädt sie ins Auto des Vermittlers und der fährt ihn zur Polizei. Doch das eigentlich Schändliche ist, dass man kaum etwas über diesen Vorfall hört. Nur eine Randnotiz in einer lokalen Zeitung. Ist so etwas mittlerweile schon normal, dass es nicht einmal mehr eine Schlagzeile wert ist? Sind wir mittlerweile schon so abgestumpft? Oder gibt es einen anderen Grund? Diesbezüglich werden viele bekannte Zeugenberichte oder Forschungsergebnisse konsequent und daher doch eher bewusst ignoriert. Denn schon längst warnten Forscher davor, dass jede Form der Sucht, allem voran die Sexsucht, zu immer noch ausfälligeren Arten und Dosierungen der Lustbefriedigung zwingt. Der Sadomasochismus, also wieder nicht das letzte Tabu? Wohl eher nicht. Denn dieses ewig beschworene letzte Tabu wollte man vor Zeiten schon bei der Aufhebung getrennter Badeanstalten gebrochen sehen. Kritiker neuester Tabubrüche bringen dagegen Unglaubliches, entsetzlich Schockierendes ans Licht. Der Sadomasochismus kommt nicht als Einzeltäter daher, sondern in Gestalt weltumspannender Sadomasochistenringe. Dazu in engster Verbindung zur Zoophilie und Hand in Hand mit übelster Pädophilie. Das meint zu Deutsch den unbegrenzten Geschlechtsverkehr mit Tieren, Sodomie und Kindern. Und was sich Normalsterbliche derzeit auch nur schon zu glauben weigern, unter undenkbarsten Foltern. Die folgenden Interviews sind unbedingt nur für Erwachsene geeignet. Sie sprechen stellvertretend für Hunderttausende von Kindern, denen in aller Welt dasselbe grausame Schicksal widerfährt. Wo immer solche Fälle ans Licht kommen, sagen die Opfer nicht nur völlig übereinstimmend, sondern auch absolut überzeugend aus. Dennoch werden sie um der Unglaublichkeit ihrer Bezeugungen nicht ernst genommen. Weitere Gründe, warum diese Kinder auch von höchsten Instanzen einfach im Stich gelassen werden, möge man den vollumfänglichen Interviews entnehmen. Diese finden Sie unter den nachfolgenden Quellenangaben. Schnallen Sie sich dabei aber an. Das ist nur schwer verdaubar. Es gibt in Deutschland halt mehrere Berichte über sexuellen Kindesmissbrauch in Verbindung mit Ritualen. Das hat inzwischen auch relativ große Zahlendimensionen angenommen. Wir sind im Augenblick so konsultiert in ungefähr 300 betroffenen Kindern in durchaus unterschiedlichen Landkreisen und in unterschiedlichen Größenordnungen. Das können einerseits mal 3 Kinder sein, das können auch bis zu 60 Kinder sein. Adäquates Handeln mit dieser Problematik passiert in den wenigsten Fällen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir sind mehrere Berater, täglich mit Satanismus zu tun haben. Und alle diese Satanisten, es sind meistens jüngere Menschen, berichten diese Dinge. Und wir haben ja jetzt gesagt, quasi der sexuelle Missbrauch ist fast dann noch das ist fast noch das Harmloseste, oder? Das ist das Harmloseste. Absolut. Also ich muss sagen, manche Typen waren da, die haben uns nur zum Schlagen gebucht. Also die haben uns wirklich gefesselt und die haben uns eine Stunde lang nur vermöbelt. Also angefangen von Fußsohlenpeitschen bis hin, dass sie auf die Eichel geschlagen haben oder so. Das war für sie sexuelle Erregung. Und so blöd klingt, selbst da muss ich sagen, Gott sei Dank, sie haben uns nur geschlagen. Also Steigerung, sag ich mal, wenn wir gedacht haben, es gibt für das Perverse, was sie mit uns antun, noch eine Steigerung, also keine Steigerung mehr, gab es wieder eine Steigerung. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß auch nicht, was ich den Zuhörern hier zumuten kann. Ja, also es gibt Sachen, die, wo selbst ich da tagelang damit zu tun hatte, was du mir erzählt hast, an einigen Sachen, die sind dermaßen grausam, dass es einen wirklich, dass man den Glauben quasi an die Menschheit verlieren könnte fast. Ne? Den habe ich schon lange verloren. Also den Glauben an die Menschheit, so wie ich ihn dort erlebt habe. Ich sage nicht den Glauben an die Menschheit, sondern eher den Glauben an die Führungsspitze, sage ich mal so. Also einmal die Formen sind körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, Bedrohung, Erpressung, Schweigegebote, Tötung an Tieren und an Menschen im Rahmen von Ritualen, an Säuglingen, an Kindern, an Frauen. Manchmal ein Mensch, der umgebracht wird, manchmal sind es auch mehrere. Eine Frau in schwarzer Robe trat nach vorne und hielt ein kleines Baby auf dem Arm. Es war mir nicht bewusst, dass das Baby lebendig war. Sie legte es ganz einfach auf den Altar.
Es atmete, weinte aber nicht. Der Hohepriester nahm das Opfermesser und schlitzte damit dem Baby den Hals auf. Er fing das Blut in einem Kelch auf. In diesem Moment begann ich zu schwanken und zu taumeln, und ich glaubte, ich müsste mich übergeben. Sind diese Gräueltaten Ausdruck krankhafter Fantasie oder werden tatsächlich Menschen geopfert, Kinder geschlachtet? Sind Menschen wirklich zu so etwas fähig? Ja, sie sind es. Aber es ist nicht immer, wie Sie sich das vorstellen, dass sie auf einen Altar geschleppt werden, aufgeschlitzt oder verwundet werden. Manchmal werden die Opfer, wenn jemand von denen wütend wird, einfach in den Kopf geschossen, erstochen oder vergiftet. Es gibt satanische Gruppen, in denen Mütter aufgefordert werden, das eigene Kind dem Satan zu opfern. Es kann vorkommen, dass sie nur für diesen Zweck rituell geschwängert werden. Steve sticht sich eine Nadel ins Bein, um körperlich den Schmerz zu blockieren, der in seinen Erinnerungen liegt. I objected, and then I had a knife forced into my throat. And I know for a fact that if I hadn't done what they said, then I'd have been swapping place with him. So I stabbed him in the throat. They weren't happy with that. I had to continue doing it and doing it and doing it. After that was done, they forced me to actually suck the open wound and suck the blood out of the cut. Alle Hilfe, jede Therapie beginnt damit, den Opfern und den Tätern zuzuhören. Aber was tut der englische Staat gegen diese Gräuel? Satanismus existiert in unserem Land genauso wie anderswo. Er ist abstoßend und böse. Es handelt sich dabei um Mord, aber auch um Kindesmissbrauch. Und das sind keine Scherze mehr. Das muss bekämpft werden. Eine der tragischen Geschichten, die ich gehört habe, war die eines Kindes, das von seinen Erlebnissen erzählte. Die Erwachsenen aber sagten ihm nur, es solle nicht albern sein. So etwas passiere in diesem Land nicht. Die Interviews meiner Kollegin Laurence Benoît mit der heute 15-jährigen Deborah gehen über Stunden. In diesem Film müssen wir uns auf die wichtigsten Auszüge daraus beschränken. Wir haben geglaubt, es sei unsere Schuld. Warum? Wir dachten, wir hätten etwas Böses getan. Ihr habt geglaubt, es sei eine Strafe? Ja. Da gab es diesen Tisch und rundherum waren die Kerzen aufgebaut. Waren Leute da? Meine Vergewaltiger. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also... Sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Aber das Kind ist trotzdem gestorben. Ja? Deborah fühlte sich ohnmächtig, als sie all die Morde an den Kindern sah. Aber jetzt, wo sie sprechen kann, hofft sie, all den Kindern damit zu helfen, die das noch durchmachen. Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu. Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland. Ce que disent
Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Falle Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute. Es bleibt uns nur noch übrig, sie zu identifizieren. Il reste à les identifier. Um zu sehen, wie ein Kind stirbt, zahlen diese Menschen 25.000 bis zu 1 Million Euro. Ich rede für all die Kinder, die das noch durchmachen. Damit das aufhört. Also man soll es wissen, damit es aufhört. Was glaubst du, machen diese Kinder durch? Die Hölle. Was ist für dich die Hölle? Etwas, das man nirgendwo erlebt. Das Schlimmste, was sie in ihrem Leben jemals erleben. Wenn ich jetzt rede, dann natürlich um diesen Film zu machen, um auszusagen, aber vor allem, damit man es hört und immer wieder hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täglich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die Realität. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und ich muss es endlich mitteilen, auch wenn es nichts Schönes ist. Aber ich muss es machen, damit die Kinder das nicht mehr erleben müssen, damit es weniger Vergewaltigungen gibt, weniger Morde, damit die Leute aufwachen, die Realität begreifen, damit es nicht mehr heißt, das Kind hat gelogen, das Kind fantasiert doch nur. Nein, das Kind sagt die Wahrheit und die muss man vor allem hören wollen. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lange. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Nach ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lange, kamen sie raus. Die Zeremonien liefen immer ungefähr gleich ab. Dann gab es ein Essen auf der Terrasse. Da waren zwei große Platten, gefüllt mit Fleisch. Heute weiß ich, es war Menschenfleisch. Meine Geschichte ist also der Beweis dafür, dass es sehr wohl ein pädophiles Netz gibt, dass die Pädophilen ein Netz organisiert haben, um Kinder töten zu können, um Kassetten herzustellen, um Kinder zu vergewaltigen. Es sind nicht irgendwelche Amateure, die Videofilme aufnehmen, oder irgendwelche Verrückte, die Kinder entführen und umbringen, um ihre persönlichen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, es ist ein professionell geführtes Netz. Ich werde nicht die ganze Welt darum bitten, mir zu glauben. Jeder soll glauben, was er will. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Punkt. Ich brauche nicht die Gewissheit, dass mir alle glauben, um zu wissen, dass ich die Wahrheit sage. Nein, ich kenne das Gewicht meiner Aussagen. Es ist die Wahrheit. Ob die Leute mir glauben oder nicht, ist ihr Problem. Ich weiß nur, dass es viele Menschen betrifft. Jedes Kind kann entführt und vergewaltigt werden. Das geschieht jeden Tag. Viele glauben mir vielleicht nicht, weil es zu unfassbar ist. Ich weiß es nicht.
Sollen sie es halten, wie sie wollen? Das Ritual. Und was es für einen Sinn hat oder so, den habe ich bis heute nicht verstanden. Ich meine, für sie war es das Höchste. Also, sie haben die abartigsten Sachen gehabt. Ich meine, teilweise haben sie sogar von einem frisch beerdigten Kind haben sie wieder ausgegraben und dann sollten wir zudem uns in den Sarg reinlegen zum Beispiel. Ja. Oder man sollte es an, wirklich an den Toten vergehen. Das war, sehe ich noch, das Harmlosere. Man redet davon nicht. Das, für die Presse sagt, das ist ein Tabuthema. Kannst du dir vorstellen, jetzt ist ja gerade hier in Haiti das große Erdbeben gewesen und es sind auch viele Kinder, die, wo die Eltern vielleicht weg sind. Kann es sein, dass es wirklich da Leute gibt, die sagen, die holen sich da quasi Kinder weg und verkaufen sie nachher? Es gibt drei, sagen wir, eigentlich gibt es auf der ganzen Welt vier Milliardenkonzerne. Der erste Milliardenkonzern ist definitiv das Öl. Der zweite Milliardenkonzern ist die Pharma. Der dritte Milliardenkonzern, sage ich mal, hat mit der Pharma zu tun, aber hängt in Krebs- und AIDS-Forschung drin. Bitte, in Anführungsstriche, ja. Und der vierte Konzern, warum das Ganze funktioniert, ist Erpressung. Und leider Gottes Organ- und Kinderhandel. Sklavenhandel. Welche Formen von Gewalt sind euch in eurer Kindheit, in der Jugend widerfahren? Alles, was du dir vorstellen kannst, glaube ich. Von wirklich körperlich über physisch, also alles. Jede Form von Gewalt, die du dir vorstellen kannst, wird angewendet und wurde auch bei uns angewendet. Musstet ihr das auch anderen Lebewesen, sage ich, vorsichtig antun? Mussten wir, ja. Und wenn man das nicht macht, dann heißt das, dass man wieder bestraft wird oder vielleicht selbst noch viel mehr Gewalt erleiden muss. Bestraft wurde man immer, man konnte sowieso nie was richtig machen. Aber dieses selbst zum Täter gemacht werden ist einfach relativ früh, glaube ich, für die auch relativ wichtig. Bloß leider Gottes habe ich ähnliche Rituale in der Revelsburg erlebt, wo ich auch eben hochrangige Menschen wiedererkannt habe. Und die wirklich dabei waren, dass die da waren und haben, sie wollten, dass Kinder Kinder umbringen. Hm. Also das war für sie das, was für sie wichtig gewesen ist. Also sie haben das Blut von den Kindern getrunken, sie haben sich an die Schreien, sage ich mal, regelrecht ergötzt. Und das war für sie das Ritual. Das ist die satanistische Zeremonie der Schwarzen Messe, dieses Ritual, das zur Verehrung Satans dient. Satan will Opfer, Satan will Blutopfer, Satan will immer mehr Blutopfer und das Beste für Satan ist ein neugeborenes Kind. Alle Satanisten sind als Kinder missbraucht worden. Alle. Ich kann mir überhaupt keinen normalen Menschen vorstellen, der so etwas Entsetzliches, Abstoßendes, Ekelhaftes, so brutal Erniedrigendes macht, der zu so etwas überhaupt in der Lage ist. Auch die zunehmende Flut gewaltverherrlichender Filme oder Games zeugen von der Tatsache, dass der sexuellen Übersättigung die rohe Gewalt auf den Fuß folgt. Gerade das Batman-Massaker vom Juli 2012 in Denver offenbarte wieder deutlich die real existente und umsetzungsbereite Lust am Quälen. Es war ganz offensichtlich die nachgeahmte Gewaltbesessenheit, die dieser Film ja selbst ungeschützt vermittelt. Der Killer trug ein und dieselbe Maske wie der Böse im Film. Er schoss skrupellos drauf los und traf dabei über 70 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Babys. Wie viele solchen Wahnsinn zeugende Lusteskapaden oder solche Mordtrieb inspirierenden Horrorfilme gingen wohl allein schon den Amokläufen von Littleton bis Utøya voran? Littleton, USA. 20. April 1999. Mit Schrotflinten und Gewehren schießen zwei Schüler 13 ihrer Mitschüler nieder. Zug, 27. September 2001. Mit mehreren Waffen stürmt ein Schweizer die Sitzung des Regierungsrates und erschießt 14 Politiker. Erfurt, Deutschland. 26. April 2002. Ein abgewiesener Student schießt 12 Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten nieder. Blacksburg, USA. 16. April 2007.
Am frühen Morgen stürmt ein Student die Technische Universität von Virginia. 32 Menschen sterben, 29 verletzt. Winnenden, Deutschland. 11. März 2009. Ein 17-Jähriger tötet an der Realschule Albertswille 15 Menschen. Verletzt auf der Flucht weitere 11. Utøya, Norwegen. 22. Juni 2011. Der Freimaurer Andres Breivik schlägt am selben Tag gleich zweimal zu. Zuerst zündet er im Osloer Regierungsviertel eine Bombe. Dann ermordet er 77 Kinder einer antizionistischen Jugendbewegung. Und noch kein Jahr nach Utøya wurde der Ego-Shooter, sprich das grausame Killerspiel Crysis 2, als bestes deutsches Computerspiel prämiert. Weit davon entfernt, die 5, 15 und 25-Jährigen endlich davon abzuhalten, ganze Nächte vor Computern und Spielkonsolen zu verbringen, werden ihnen systematisches und exzessives Töten mit Waffen, vom Maschinengewehr bis zur Kettensäge, antrainiert. Mit solchen Videospielen wird den Kindern beigebracht, Spaß während dem Tod und dem Leiden anderer Geschöpfe zu empfinden. Ist nicht genau das eine gefährliche Gehirnwäsche, bei der die Spieler dazu konditioniert werden, beim Töten nicht etwa Abscheu, sondern Genugtuung oder sogar Freude zu empfinden? Und ausgerechnet der sogenannte Jugendschutzbeauftragte und PR-Direktor Martin Lorber redet im Hinblick auf dieses Spiel von dessen beachtenswerten pädagogischem Wert. Wann wird sich wohl einmal irgendeine Justiz aufmachen, um auch all die Amokläufe im Hinblick auf die hier genannten Ursachen und Zusammenhänge zu untersuchen? Bisher zumindest scheinen sie sich nicht sonderlich für dieselben zu interessieren. Und dies, obgleich der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer, bereits Jahre zuvor betreffs noch wesentlich harmloseren Spielen warnte: Eine Gesellschaft, die solche Spiele zulässt, ist krank. Doch war es wirklich die Gesellschaft, die bislang solche Entwicklungen zuließ? Waren es nicht vielmehr deren gewählte Vertreter in Politik, Justiz, Religion und vielerlei mehr? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade die Passivität gleichgültiger Volksvertreter wieder eine Zeit heraufbeschwört, in der tatsächlich die Gesellschaft selber die Zügel neu in die Hand nehmen will? Der Drang zur schnellstmöglichen Unterbindung ausufernder Missstände liegt jedenfalls bereits unverkennbar in der Luft. Geschieht das nun alles völlig ungewollt oder ist es letztlich gar von irgendwelchen Hintergrundmächten gezielt gewollt? Was aber, wenn nun auch die Gesellschaft die Zügel wieder nicht an die Hand nimmt? Was aber, wenn aufgrund vollendet sexueller Entartung bald tatsächlich uferlose Dämonie, Kannibalismus und Bestialität zu unserem Schicksal auswachsen? Bis zu welchem Grad führen diese prognostizierten, unausweichlich kommenden Quälsüchte unser Untergang herbei? Und für alle, die bislang nicht an eine Hölle geglaubt haben, wird sie das dann nicht für uns sein? Tatsächlich existieren auch schon zahllose schauererregende Filme, in denen sich Szenarien gnadenlos einbrechender Zombies oder mörderischer Unmenschen in allen Varianten wiederholen. Jene Haupthandlungen drehen einzig nur noch um Töten oder getötet werden. Beachten Sie einmal den stark wachsenden Trend zu immer brutaler und quälsüchtiger werdenden Filminhalten. Angesichts der Tatsache, dass die meisten alten Filme mit ihren seinerzeit schier unerträglich düsteren Zukunftsprognosen sich dennoch in geheimnisvoller Weise am Erfüllen sind, drängt sich die Frage auf: Ist es nicht höchste Pflicht, all diese absehbar kommenden Gewaltexzesse und Horrorszenarien jetzt und heute bereits im Keim zu ersticken? Besorgt wird längst von ernstzunehmenden Kapazitäten darauf hingewiesen, dass eine Hauptwurzel progressiv anwachsender Gewalt- und Quälexzesse in der sexuellen Zügellosigkeit liegt. Dann aber auch ganz generell in ausufernden Gefühlssüchten. Dass sich hier ganz offensichtlich destruktive Naturgesetze und nicht etwa bloße Verschwörungstheorien bemerkbar machen, müssen Staatsanwaltschaft und Gerichte vorbeugend zur Pflicht gerufen werden. Volksvertreter, die die gegenwärtig hemmungslose, ausufernde sexuelle Revolution mit all ihren absehbar zerstörerischen Auswüchsen ungebremst zulassen, müssen im Falle eines Eintreffens dieser Auswüchse bedingungslos der Mittäterschaft schuldig gesprochen werden. Dies fordern immer mehr Aufklärungsbewegungen. Wer immer dieser ganz offensichtlich nihilistischen Verschwörung nicht jetzt und heute entschieden die Stirn bietet, fördere damit das Aufkommen einer absehbar kommenden Sozialkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. So Ivo Sasek,
Gründer und Leiter der Anti-Genozid-Bewegung und der Antizensur-Koalition AZK. Wenn du durch die Straßen gehst, denkst du, da und dort ist die Welt sei in Ordnung. Und dann sprich mal mit den Leuten. Ja? Wie viele sind in Dingen drin, in denen sie niemals wollen? Kinder, die mitbekommen, dass ihre Väter in Schweinereien drin verstrickt sind, die sich im Internet irgendwelche Frauen suchen und rumgeifen, rumhuren. Da kommt er nach Hause und sucht denselben geilen Arsch, wie er dort in dem Bild gesehen hat. Glaubst du mir das? Ja? Und nachher kommt seine Frau, die ihm 3 Kinder geboren hat. Sie hat ein bisschen ihre Figur verloren. Jetzt muss diese Frau dafür büßen. Es führt zur Zerstörung jeglicher Familienordnung. Es führt zur Zerstörung jeglicher Beziehung. Sie proklamieren die Treulosigkeit. Sie sagen, ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich noch am Ende meines Lebens liebe. Aber jetzt haben wir es mal gut zusammen. Ja? Und dann von einem zum anderen. Und plötzlich bist du nicht normal, wenn du einem Menschen treu sein willst. Darüber geht es, über diese Stufen. Jede Regierung oder Justiz, die nicht bereit sei, solch angezeigte und unverkennbar bösartige Entwicklungen jetzt und heute zu unterbinden, überlasse all jenen Despoten fahrlässig das Feld, die insgeheim von Habmacht und Quälsucht motiviert nach einer neuen Weltordnung strebten. Es kommen die Perversionen, wo es nur noch mit Morden, nur noch mit schlimmsten Dingen weitergeht, ja? Wo der Sex in Brutalität ausartet. Über Sadomasochismus wird es in Quälereien gehen. Ja? Die Lust an der Folter, die Lust lebendigen Leibes zu zerstümmeln, zu zerquälen, aufzufressen, irgendwas Wahnsinniges zu machen, was selbst ein Teufel schauen muss, wenn du das nur schon hörst. Es wird nicht bei Pornografie bleiben. Es wird auch nicht bei der Unzufriedenheit bleiben mit dem Partner. Wenn abgedroschene Lustempfindungen sich tatsächlich früher oder später bis hinein in böswillige Quälsüchte entwickeln, wäre es unumgänglich, dass aufkommende Despoten geradezu danach lechzen, die Menschheit vor Qualen, Winseln und Schreien zu hören. Die Möglichkeit, solch Grausamkeiten allein in Gedanken abzuwägen, grenzt an Wahnsinn. Doch allzu offensichtlich entwickeln sich immer mehr Menschen und Bewegungen in diese befürchtete Richtung, als dass wir uns den hier vorgelegten Thesen einfach missachtend entziehen könnten. Weltweit wird das Vorhandensein hunderttausender schwarzmagischer Sekten, Orden und Satanssekten bezeugt, zu deren fundamentalen Zeremonien Kinder und Menschenopfer gehören sollen. Erklärt das vielleicht das spurlose Verschwinden von jährlich Hunderttausenden von Kindern? Wir waren halt fast nie in der Schule gewesen. Mhm. Sondern in dieser Zeit wurden wir halt dann an irgendwelche Freier verkauft. Und was unser Fall gewesen ist, ich habe es damals natürlich als Kind nicht mitbekommen, sondern erst viel später. Es waren immer Leute, die irgendwelche hohen Fahrzeuge gefahren haben. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, wir wurden meistens mit so einem LKW gebracht, der komplett verdunkelt war. Ab und zu wurden wir auch in Teppiche eingewickelt und in manche Hotels gebracht. Und jetzt kommen wir eben zu der Strukturierung, wo du vorhin gefragt hast. Wir haben festgestellt, im Nachhinein, nachdem ich frei war und so weiter, und ich mal Fernsehen gesehen habe, so wie ich bei den Hells aufgewachsen bin, habe ich gesagt, Hammond, der hat mich missbraucht. Der ist Diplomat, der ist Politiker, der ist das, der ist dieses. Ja. In allen Bereichen eigentlich auch Kirchen. In allen Bereichen, ja. Da war die Wahlplakate waren für mich ein Horror. Wenn irgendwelche Deutschlandbeamten waren, dann habe ich dann auf diesen Bildern gesehen, der da, dann habe ich halt zum ersten Mal auch die Namen erfahren. Ist dann Klient bereit, Aussagen zu machen? So haben wir die Erfahrung, dass also mit großer Verwunderung und wenig Bereitschaft zum Glauben an diese Sachen herangegangen werden. Man hat schon so die Einstellung, also das kann ja auch gar nicht mehr alles stimmen, wenn da so ein junger Mann von mehreren Morden berichtet, die er miterlebt hat. Und die Neigung, da herauszufinden, wo das läuft und wie man das vielleicht auflösen kann, ist sehr gering. Also man stellt an mich eher die Anforderung, na Frau Kammanns, legen Sie doch mal die Leichen vor, na können wir ja gucken. Das heißt, es wird nicht recherchiert, es wird nicht observiert oder wie man das alles bewerkstelligen kann, dass man diese Kultaktivitäten in diesem konkreten Fall, wo immer wieder Tötungen berichtet werden, beendet. Ist das ein Fall, der jetzt aktuell ist? Ja. Und welchem Umfang befinden sich da die Tötungen? Ein Jugendlicher berichtete von 10 Tötungen, die er miterlebt hat.
Die Tötungen werden auf eine ähnliche Weise immer beschrieben. Da gibt es verschiedene Formen, die sich aber auch in den Berichten immer wiederholen. Es hat immer auch was mit Blut zu tun. Es hat was mit Blutrausch, Machtrausch zu tun. Es hat was mit Kannibalismus zu tun, mit Bluttrinken, mit Menschen Fleisch essen, mit ja, einer in der Regel auch lebenslangen Einbindung. Also zumindest die Menschen, die aus solchen Hintergründen kommen, von Kulten, die über Generationen hinweg existieren. Die rekrutieren ja ihre Mitglieder sozusagen aus den eigenen Reihen. Die Kinder werden hineingeboren, die werden von klein auf an diese Rituale gewöhnt, die werden von klein auf auch im Alltag so behandelt, dass sie dafür tauglich sind, sage ich mal. Das klingt brutal, aber genau so ist es. Da haben Sie von solchen Fällen in Deutschland gehört, dass Leute wirklich für einen Satanskult umgebracht werden? Ja, Betroffene berichten das fast immer. Und ich habe in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gelebt und gearbeitet und habe Menschen in Therapie gehabt, die miteinander nie was zu tun hatten, die unabhängig voneinander so etwas berichtet haben. Und ich weiß eben auch von Kollegen, Kolleginnen bundesweit aus Vernetzungen heraus, dass dort wieder ganz andere Betroffene, die sich untereinander nicht kennen, hingehen und ähnliche Dinge berichten. Also es lässt sich eine Struktur daraus erkennen. Bei diesem rituellen Kindesmissbrauch, da gibt's also, da werden die Kinder also wirklich angeboten auch im Internet. Da gibt's bestimmte Zeichen. Kannst du ein paar Zeichen sagen? Ich meine, du hast das ja erlebt. Was bedeutet jetzt, woran erkennt jetzt jemand, der was Bestimmtes sucht, wenn er im Internet zum Beispiel irgendein Bild von einem Kind hat, daran, dass das jetzt angeboten wird? Also, das ist eine Kombination. Also, man muss es mal so sehen. Erstens, es gibt zwei Kategorien von Bildern im Internet. Das erste ist die Kinder, die angeboten werden. Das heißt, irgendeiner fotografiert es einfach mal unverfänglich ein Kind auf dem Sportplatz. Mit den heutigen Foto-Handys ist es ja kein Problem. Dann wird es angeboten. Und wenn sich dann ein Interessent findet, der dann genau dieses Kind haben möchte, wird das Kind gezielt entführt. Also das kann sein, dass das Kind noch gar nicht in der Szene drin ist und noch frei rumläuft, aber richtig, auf Bestellung sozusagen dann auf einmal entführt wird. Genau, und da ist eben der Punkt, wo ich jetzt wiederum gleich eine Warnung dran setze für alle Eltern. Also egal, was ihr macht, es ist absolut, wenn ihr jetzt einen Computer mit Webcam habt zum Beispiel, schaltet die Webcam aus. Oder wenn jetzt ihr irgendwie... auch die Bilder von Kindern ins Internet stellen, richtig, ist also genau, sehr gefährlich auch. Ist sehr gefährlich, ja. Also gerade wenn Sportvereine haben ja gerne mal so eine Homepage, wo sie dann Kinder zeigen mit ihren sportlichen Ergebnissen. Aber Leute, das ist sehr gefährlich sowas. Bedrohliche Niederschläge in Form erzwungener Enthaltsamkeit bei gleichzeitig bewusst geschürten Sinneslüsten künden sich in aufziehenden Gewitterwolken satanischer Genugtuung am finsteren Horizont ab. Schmerzhafteste, qualvollste Entbehrungen als letzte Quittung, weil wir die sexuelle Ausartung nicht gestoppt haben. Wollen wir das? Eines können sowohl kriminologische als auch medizinische, psychiatrische oder christlich-seelsorgerliche Gutachten zumindest heute schon mit Sicherheit bestätigen. Übersättigte und abartig überreizte Menschen können nur atmen, wenn sie auf irgendeine Weise anderen Lebewesen den Atem abdrücken können. Es erweist sich als uralte Tatsache, dass infolge der Abartigkeit bösartig gewordene Menschen zuletzt ihren Mangel, ihre Schuld, ihre entsetzliche Sucht und Bedürftigkeit auf andere abwälzen möchten. Sie sind satanischen Mächten gleich geworden. Nur wo sie ihre Qualen auf möglichst Unschuldige abwälzen können, erleben sie für immer kürzer werdende Momente eine Art Freiheit. Andere Kinder, da haben sie zugesehen, da haben sie wirklich bei lebendigem Leib den Darm rausgezogen. Genauso wie es bereits in vielen Filmen und Romanen zum Ausdruck gebracht wird, so verhält es sich leider in Wahrheit. Entartete Menschen können sich an den Qualen und Entbehrungen ihrer Mitgeschöpfe, an deren Heimatlosigkeit, deren Schmerzen und Krankheiten berauschen. Je mehr Qualen sie ihnen zufügen können, desto mehr gibt es ihnen den ersehnten Kick. Fazit. Da es somit klar absehbar ist, dass es auch bei den derzeitig immer fragwürdiger werdenden Tabubrüchen niemals bleiben wird, bleibt nur noch die Hoffnung auf ein rechtzeitiges Durchgreifen der Justiz.
Frühsexualisierung, Pädophilie, Sodomie, also Sex mit Tieren, aber auch der nun unter Verharmlosung frei propagierte Sadomasochismus und einiges mehr müssen als konsequente Antwort eine rechtzeitige Strafverfolgung erhalten. Deshalb und aufgrund noch immer rechtskräftiger Strafartikel sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte dazu zu verpflichten, möglichst umgehend alle verantwortlichen Drahtzieher und die ausführenden Straftäter konsequent zu ahnden und zu richten. Sind sie aber, trotz all der Hilferufe hilfloser Kinder, dazu nicht bereit, gibt es den wahren Grund hierfür bloßzulegen. Zum Schutz der Allgemeinheit und allem voran zum wahren Schutz der Kinder. Weil besorgte Eltern ihre Erziehungspflicht nicht verletzen möchten, fordern sie hiermit die Staatsanwaltschaften und Gerichte dazu auf, genannte Praktiken gebührend zu ahnden, die Zugänglichkeit von Sex- und Pornografieartikeln sowohl über das Internet als auch über Handy, aber ebenso in öffentlichen Tankstellen, Kiosken und so weiter möglichst rasch zu unterbinden. Bedenken Sie dabei, dass dieser Beitrag nur gerade an der Oberfläche gekratzt hat. Es gilt daher zu handeln, bevor das diesbezüglich noch geltende Recht restlos aufgeweicht ist. Haben Sie gewusst, dass die Verfolgungsverjährung erst mit dem Tag, an dem ein Opfer das 18. Lebensjahr vollendet hat, beginnt? Die Wiederherstellung der allgemeinen und öffentlichen Ordnung sind prioritäre Menschenrechte, die es aufzurichten und zu verteidigen gilt. Ihre Mithilfe ist daher gefragt. Wie können Sie helfen? Reichen Sie diese Dokumentation weiter, sprechen Sie darüber und verhelfen Sie damit dem wahren Schutz der Kinder zum Durchbruch. Beteiligen Sie sich an Volksinitiativen, streuen Sie Wissen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mitwirkung jeder Art. Auf Wiedersehen. Fazit infolge der schon wieder aufgeweichten Gesetzgebung. Opfer von Kindsmisshandlungen sollten unbedingt noch vor Vollendung ihres 25. Lebensjahres bzw. spätestens 15 Jahre nachdem die Straftat begangen wurde, Strafanzeige erstatten. Denn nach Ablauf der Verjährungsfrist ist eine strafrechtliche Verfolgung nicht mehr möglich. Gemäß Schweizer Strafgesetzbuch Artikel 97 Absatz 2.